Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Wir sind leider live im Stream dabei. Das neue Update ist reingetrudelt, das neue kleine Live-Content-Update. Die Server sind wieder online und die neue taktische AR ist im Spiel drinne. Das ist dieses schöne Ding. Gibt es in der legendären, epischen und in der blauen Variante, in der seltenen Variante. Warum ich gerade AR gesagt habe, weil eigentlich theoretisch ist eine vom Namen her eine AR ist. Ist aber gar keine AR. Epic bambuselt uns hier ein bisschen, weil von der Schussrate und der Handhabung ist es eigentlich eine SMG. Es ist ähnlich wie eine SMG, die jetzt in dem Spiel drin ist. Ähnlich wie die hier. Und es gibt auch noch weitere Patch-Änderungen. Einen John's Wick Skin Leak, den zeige ich euch auch gleich nochmal. Ne, seht ihr alles in diesem Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr jetzt schon mal auf den Like-Button reinhaut. Grüße aus dem Stream reinschreibt, wenn die Leute das aus dem Stream jetzt noch nachträglich im Video gucken. Abo-Button, Glocken aktiviert, wenn ihr kein weiteres Video verpasst. Und dann erzähle ich euch auf jeden Fall alles weitere. So, wie gesagt, eigentlich ist das von der Handhabung eine SMG. Warum? Weil es von der Schussgeschwindigkeit 7 Schuss pro Sekunde abgibt. Das ist schneller als eine Scar, etwas langsamer als aber eine Drumgun. Macht in der legendären Variante 24 Schaden und schießt präziser als zum Beispiel eine P90 oder eine Drumgun. Aber das Zielfernrohr oben drauf ist nutzlos. Das ist einfach nur Deko, Leute. Es ist einfach nur Deko und es schießt einfach nur geradeaus, was das angeht. Beziehungsweise es zoomt nur ganz minimal dran, wie jede andere Waffe auch. Die Nachladeanimation ist mega cool und erinnert natürlich an John Wick. Die Waffe ist natürlich vom John Wick angelehnt, beziehungsweise wird im Film benutzt. Und die Animation ist darauf angelegt, eben wegen auch der John Wick-Kooperation, die jetzt in das Spiel reinkommt, ne? In der epischen Variante macht es 23 Schaden, in der blauen macht es 22 Schaden. 30 Schuss im Magazin und im Nahkampf am besonders effektivsten, ne? Hier seht ihr auch gleich noch die Schaden, ne? Da macht es 28. Ja gut, die Faktoren machen ein bisschen weniger. Kriegen ein bisschen mehr Damage, was das angeht, ne? Aber 1,75-facher Multiplikator, was den Damage angeht. Und was natürlich auch jetzt, sag ich mal, gewolltet wurde, ist die P90. Deswegen sage ich ja, von der Handhabung ist es eigentlich eine SMG, weil es auch nochmal leichte Munition verwendet. Was? Okay. Weil es halt ja auch kleine Munition verwendet, ne, seht ihr ja, kleine Munition. Die P90, diese hier, die wurde jetzt aus dem Spiel rausgenommen, weil durch die taktische AR haben wir jetzt eine weitere Schnellschusswaffe drin, die schneller schießt. Die P90 hat eine Schussrate von 10, was das angeht. Und deswegen gehört es eigentlich schon eher in die Kategorie SMG, eben wegen auch der leichten Munition. Was auch ein bisschen genervt wurde, ist natürlich auch die Drumgun. Und das gar nicht mal so wenig, von 27 auf, hier, von 27 auf 23 Schaden, ne? Es hatte 4 Schadenspunkte weniger. Und das wurde jetzt genervt. Und auch der Kugler hat jetzt 50 HP weniger und nur noch 150 HP. Okay, mal Boden platzieren. Hat jetzt nur noch 150 HP, seht ihr, ne? Ich sitze jetzt im Kugler drinne. 150 HP hat es auf jeden Fall am Start. Ja, und die neue Waffe, die taktische AR, findet man natürlich in allen möglichen Orten. Die Truhen, Automaten und den ganzen weiteren Gedönse. Von daher bin mal gespannt, wie sich das Ding in das Spiel integriert. Ich finde die Nachladeanimation mega, mega nice. Ihr könnt ja mal runter in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, Leute. Was ihr dazu sagt, was ihr zu der Waffe hält. Ob ihr die nice findet. Ich finde die Präzision von der auf jeden Fall mega nice. Und das ist halt auch eine Waffe, die man im Nahkampf sehr gut benutzen kann. Oder vielleicht auf mittlere Distanz. Mittlere Distanz mit einer guten Schussrate. Muss mal gucken. Der Schaden ist halt nicht krass hoch, ne? Der Schaden ist mit 24 Punkten ist halt nicht wirklich krass hoch. Hat sogar einen Schadenspunkt mehr als die blaue Drumgun. Als die blaue Drumgun, ne, was das angeht. Von daher muss man schauen, wie das abgeht. Gott, hier hat hier sogar 19 Schaden. Warum haben die Pappfiguren eigentlich weniger bekommen weniger Schaden als die normalen Spieler in Fortnite? I don't know. 19 Schadenspunkte ist auf jeden Fall ein bisschen low, finde ich. Was das angeht, ne? Aber ich finde auf jeden Fall die Waffe ist, von der Nachladeanimation, von der Handhabung. Nur das Zielfernrohr ist ein bisschen nutzlos. Also optisch ist das Ding nutzlos, ne? Können die auch gleich rauspacken. Ich finde, das hätten die da gar nicht eintragen, beziehungsweise draufpacken sollen auf das Waffenmodell. Und wie gesagt, wir haben eine Menge noch Skin-Leaks zu den John Wick-Modus. Wie auch schon in einem vorherigen Video gesagt, kommt der John Wick hier als eigenständiger Skin rein. Nicht der Sensenmann aus Season 3, ein kompletter eigenständiger Skin, der jetzt in das Spiel reinkommt, passend halt zu dem Teil 3, der jetzt in ein paar Tagen in die Kinos anläuft. Und den werdet ihr im Shop kaufen können. Und ne, das ist das falsche Bild. Da zeige ich euch mal das erste Bild und das ist das hier. Ne, seht ihr auf jeden Fall.
John Wick. Jede Aktion hat Konsequenzen. Das Modell wurde nochmal ein bisschen besser an John Wick angepasst. Er sieht haarscharf genauso aus wie John Wick und wird einen Rucksack haben in Form einer goldenen Münze. Die goldene Münze ist tatsächlich kostenlos. Die werdet ihr kostenlos freischalten können mit den John Wick Challenges, die ihr jetzt hier seht. Die ihr machen müsst, ihr müsst 5 Challenges erledigen. Ihr kriegt die Goldmünze umsonst, den Gleiter und den Waffenskin. 3 Sachen sind kostenlos. Kostenlose John Wick Items sind auf jeden Fall drin, Leute. Wie der Gleiter und der Waffenskin aussieht, wissen wir nicht. Die sind leider verschlüsselt in den Spielerteilen noch drin. Was ihr gerade vielleicht gemerkt habt, ist auch, dass der John Wick auch noch einen freischaltbaren Stil hat. Davon haben wir jetzt keine wirkliche hochqualitative Version. Aber die sieht so aus. Ja, sie sieht ein bisschen pixelmatschig, aber ihr seht es, er sieht ziemlich durchgenudelt aus mit Einschusslöchern, Narben und die Haare sind ein bisschen zerfledderter, die Klamotten sind zerfleddert. Das ist auf jeden Fall eines der Skinstufen, die man dort dann auswählen kann, wenn dieser Skin jetzt endlich mal in das Spiel kommt. Wann kommt dieser Modus rein? Wissen wir leider noch nicht. Ich vermute mal, dass es mit dem großen Update nächste Woche passiert, weil die werden dafür natürlich Promo machen, ne? Die wollen dafür Promo machen, die werden Trailer dafür rausbringen, groß ankündigen, es gibt neue Challenges. Deswegen glaube ich, dass es mit dem großen Update nächste Woche Version 9.1 tatsächlich stattfinden wird. Aber Leute, wenn ihr euch diesen Skin kauft, würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Creator-Code HeyStunny eintippt. Ein Skin bitte, mehr habe ich nicht. Weil das Portemonnaie wird auf jeden Fall bluten. Nicht nur eine männliche Version kommt in das Spiel rein, auch eine weibliche Version wird in das Spiel reinkommen. Das ist zum Beispiel der Unterkörper, der Kopf fehlt noch. Eine weibliche Version kommt rein, die halt auch passend zu dem Film, im Film auch zu sehen ist, beziehungsweise im Trailer. Der hat ja dort eine weibliche Hilfe, die von Halle Berry gespielt wird, ne? Die dort gespielt wird. Und da kommt auch eine weibliche Variante. Wahrscheinlich beides legendäre Stufen. Also 2000 V-Bucks. Das Portemonnaie wird bluten, Leute. Das wird sowas von bluten. 40 Euro auf dem Nacken drauf, ne? So sieht das ja, so sieht die ja im Film aus. Falls ihr nicht wisst, wen ich da meine, ne? Im Trailer ist die zu sehen mit John Wick an seiner Seite. Kämpft mit ihm zusammen. Und die kommt jetzt halt auch in das Spiel rein. Ich minimiere mal das, bevor das irgendwie gestrikt wird, ne? Und hier ein kleiner noch Vergleich zwischen den alten Sensenmann und dem neuen John Wick. Und nein, es wird kein Stil für den alten Sensenmann sein, was viele YouTuber oder so verkauft haben. Ich keine Ahnung, einige haben ja auch gesagt, dass der Sensenmann wieder in den Shop kommt, eben wegen dem Spielmodus jetzt. Es sind komplett unterschiedliche Skins. Der eine heißt Sensenmann, der ist aus Season 3 und ist der Auftragskiller-Set. Der John Wick ist aus dem Film und nennt sich und hat das John Wick-Set und ist komplett. In kleine Unterschiede sehen wir, was im Gesicht angeht, im Bart. Und das Hemd, ne? Das Hemd ist komplett weiß und geht bis nach unten durch. Aber diese Skins, diese Modis kommen hier auf jeden Fall jetzt rein. Finde ich mega, mega nice. Was sagt ihr dazu, Leute? Werdet ihr euch den holen? Ist mal wieder eine Filmkooperation, die zusammen mit jetzt stattfindet nach Marvel. Und wenn jetzt auch einzelne Filme Skins bekommen, vielleicht kriegen wir auch zu dem Spider-Man-Film ja noch irgendwie einen Spider-Man-Skin oder sowas. Das wäre auf jeden Fall mega nice, würde ich feiern. Und bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich noch am Wochenende da rauskommt oder erst danach. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was das angeht, ne? Und wie das jetzt weitergeht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die im Screen bleiben noch ein bisschen drin, ne? Die bleiben noch ein bisschen drin. Wir machen noch weiter. Auf die rechte Seite klicken, dort findet ihr weitere Videos. Ich helfe euch natürlich noch bei den Fortbytes, ne? Ich helfe euch noch bei meinem Greenscreen. Ja, ich habe meinen eigenen Greenscreen massakriert. Muss ich reparieren. Ne, es kommen noch hier Videos zu den Fortbytes. Da helfe ich euch natürlich, den Utopia-Skin freizuschalten. Oben rechts auf das i, Like-Button reinhauen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Creator-Code, wisst ihr Bescheid. Und gebt mir Flosse. Flop.